Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück mit diesem doch etwas, ja, freakigen Grinsen zu Die Sims 4, nicht wahr? Willkommen, willkommen, willkommen. Ich habe schon ganz vergessen, was wir gerade gemacht haben. Haben wir nicht gerade lecker gegessen? Ah ja, wir haben unseren Kuchen gebacken, sind ganz glücklich. Und was wollten wir jetzt machen? Ja, ich weiß es wieder. Wir wollten uns umsehen. Einfach mal draußen die Gegend erkunden und schauen, was hier so abgeht, was man so machen kann. Da geht ja einiges. Man kann zum Beispiel angeln. Zusammen angeln mit... Tja, nö. Angeln wir wohl alleine. Ich habe keine Freunde, aber es könnte einfach auch da... Natürlich fängt es jetzt an zu regnen. Ernsthaft? Lass mal angeln gehen. Und es regnet. Alter, hab ich dicke Beine. Egal, man kann auch im Regen angeln. Dann beißen die erst richtig gut. Ist so. Starten wir mal damit. Danach gucken wir uns ein bisschen in der Gegend um, was hier noch so zu entdecken, was es hier noch so zu entdecken gibt. Es gibt so Sachen zum Aufsammeln und ja, einfach mal gucken, was so abgeht, ne? Ist einer auch ein, so ein Schild hingepackt hat. Ah ja, okay, hier darf man also angeln. Na, dann mal los. Was ist denn das? Es sind sehr viele Fische und die sind sehr bunt. Also ich habe das noch nicht gesehen, so bunte Fische so in so einem, weiß ich jetzt auch nicht, was das hier ist. Dingens. Aber ich habe insgesamt eher ein gutes Gefühl. Haben wir morgen eigentlich nochmal frei? Ja, morgen können wir uns nochmal gemütlich machen. Da könnten wir nochmal in die Stadt gehen oder vielleicht mal essen gehen. Wäre auch eine nette Idee. Immer schön rein. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich lasse die Angel jetzt mal noch ein bisschen so. Blau kann jetzt den entsprechenden Angel an den entsprechenden Angelplätzen Barsche, Kois und Forellen fangen. Das ist ja nett. Das passt auch auf jeden Fall auch zur Farbe. Aber wer hat denn Kois einfach hier so rumliegen? Ist ja auch egal. Genug geangelt. Lass mal eben stecken. Wir gucken uns mal weiter um. Was ist das? Graben. Lass uns einfach mal machen. Hier ist irgendwas zum Ausbuddeln. Auf geht's. Natürlich mit den Händen, ist ja ganz klar. Und dann muss man vor Aufregung erstmal furzen. Ja, ist auch ganz klar. So, dann haben wir hier. Guck mal hier, ganz viele Blumen und so, wie schön es aussieht. So. Alles ernten. Hanna, ich habe keine Zeit jetzt. Ich gucke mich hier gerade in der Natur um. Heute ist der Natur-Day. Ja? Da ist jetzt keine Zeit für irgendwelche Interaktionen. Aber hier sind nur die schöne Blümchen und so, ne? Jibs. So, wir haben irgendwas geerntet. Nett. Da können wir nochmal graben. Das sind Schmetterlinge, aber mit denen kann man offensichtlich nichts tun. Das ganze Zeug, was wir da finden, landet dann im Inventar und das kann man wohl verkaufen. Sieht so aus, als gäbe es momentan und weg. Blau hat etwas gefunden. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile. Okay. Lass mal weiter um. Da ist noch mal was zum Graben. Da können wir den Müll der Nachbarn eben noch durchwühlen. Wer weiß, was da noch zu entdecken gibt für Abenteuer, nicht wahr? Wer kennt es nicht? Einmal Kalkstein. Was ist das? Pilze. Na, dann ernten wir die doch mal. Heute entdeckt werde ich mal die Nachbarschaft. Haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Jetzt gehen wir einfach mal auf Abenteuerreise. Einfach mal gucken, was hier so abgeht. Ja. Sieht so aus, als gäbe es momentan nicht mehr zum Ernten. Ja, ist ja auch erstmal genug, oder was? Da ist noch was zum Ernten. Was war da noch? Löwenzahnmäulchenpflanzen ansehen? Nee, wir wollen hier nur ernten. Hier wird nur geerntet. Wir sehen erstmal gar nichts an. Wir berauben die Natur. Das ist heute der Plan. Und graben halt diese Kackehaufen durch. Wer bist du denn? Guten Abend. Also morgen, also 15 Uhr. Hallo. Haha. Okay. Was ist das? Ansehen. Und gucken wir mal den Baum an. Vielleicht ergibt uns das Freude oder wir finden zur Natur. Sieht ein bisschen geheimnisvoll aus, dieser Baum. Ah. Das hat uns offensichtlich glücklich gemacht. Finde ich schön.
Man muss sich auch mal ganz der Natur hingeben. Dann graben wir mal hier. Senioren. Okay, doch im Gesicht kann man sehen, aber jetzt mal ernsthaft, ne? Der Körper sieht doch nicht aus wie der Körper von einer Seniorin. Selbst das Gesicht sieht doch sehr straff und da ist einiges an Botox reingeflossen, um dieses Gesicht auch in diesem hohen Alter noch zu erhalten. Und da regnet es wieder. Wer kennt es nicht? Beim Blaufuchs regnet es immer. Grundsätzlich. Also ein Blaufuchs-Let's Play ist ohne Regen eigentlich ja nicht komplett. Hier hört die Gegend auf. Gehen wir mal hier weiter. Da sind nochmal Pilze zum Ernten. Wir gehen jetzt quasi wieder zurück nach Hause, haben eine kleine Tour gemacht und werden dann schauen, was man mit dem ganzen Kram machen kann. Das landet ja alles im Inventar. Und dann geht es schon. Dann können wir vielleicht als nächstes, also wie gesagt, heute ist jetzt die letzte Folge der Aufnahmesession. Das bedeutet jetzt nochmal die letzte Gelegenheit zu entscheiden, wie es dann weitergehen soll. Ich bin immer offen für eure Anregungen. Einfach in die Kommentare posten und dann gucken wir mal, ne? Dann gucken wir mal, wie es weitergehen wird. Die Woche drauf kommt dann erstmal wieder Minecraft und ich mache das jetzt immer so im Wechsel, bis ich keinen Bock mehr auf die Dinger habe. Minecraft wollte ich ja eigentlich schon aufhören, aber irgendwie, es ist sehr schwer, sich zu lösen. Es ist, der Druck von außen ist da, sag ich mal. Was ist das? Tomaten, ist das ein Garten? Kann man hier Dinge ernten? Ja, es scheint auch keinen zu stören. Na dann. Wenn es keinen stört, dann ernte ich das natürlich gerne in diesem Garten. Das Inventar scheint unendlich groß zu sein. Da hat einer bei Gothic abgeschaut. Vernünftig. Haben uns richtig bewegt. Ey, Schrittziel heute auf jeden Fall erreicht. Na, alle Ringe gefüllt. Was denn los? Blomarkt, Blober! Mach einfach mal weiter. Du musst entspannt bleiben, Junge. Ich weiß nicht, was er mir sagen will. Vielleicht will er mir sagen, nein! Da fasse ich nicht rein. Sieht so aus, als gäbe es hier nichts mehr. Ist okay. Ich guck mal nochmal. Ich fahre mal nochmal ein bisschen weiter durch die Gegend. Kann man die Nachbarn mal besuchen irgendwie? Wäre ein guter Plan, einfach mal die Nachbarn besuchen und die halt hart und übelst beleidigen, ne? Wie man das macht unter guten Nachbarn. Ne, komm, wir gehen erstmal wieder nach Hause. Oder wollen wir mal die Nachbarn besuchen? Wer wohnt denn gegenüber? Haushalt aus der Galerie einziehen lassen. Summer Holiday besuchen. Und ich nehme mit meinen Hund. Let's go. Einfach mal bei den Nachbarn vorbeischauen. Muss man doch auch mal machen. Mal gucken, was bei denen so abgeht. So, Gartenresidenz. So, an Tür klopfen. Wollen wir uns mal vorstellen, nicht wahr? Da ist auch gerade Party offensichtlich. Da wird gegrillt. Wir kommen richtig. Doch gerochen. Hallo. Guten Tag. Wegwerfen. Auf geht's. Was kann man denn mal hier so machen? Er darf erstmal grillen. Wir können ja hier erstmal einschalten und ein bisschen zu. Was haben wir denn? Grusel, Alternative. Mehr Auswahl gibt es auch. Metal. Pop, Retro, Romantik. S-Pop ist drin, aber kein Metal. Kein Metal. Kein Metal. Gibt es denn wenigstens Rock? Es gibt nicht mal Rock. Was ist denn los in dieser Welt? Ohne Metal und Rock. Dann machen wir Alternative an, Alter. Ibim. Dancen jetzt erstmal ein bisschen. Oh, warte. Hot Dogs. Ein Gericht nehmen. Boah, ich habe mich mal selbst eingeladen und würde mir mal eben so einen Hotdog reinziehen, wenn es okay ist. Ne? Hundi ist auch mit dabei. Ja, geil. Erstmal hinsetzen und einen Hotdog reinsnacken, ne? Und während er fertig ist mit den Hotdogs, kocht er schon wieder das nächste. Der macht mir richtig Konkurrenz. Hm, ja.
Ja, lecker. Man muss ja auch mal die Nachbarn besuchen, ne? So geht das ja auch nicht. Dass wir haben uns noch nicht mal vorgestellt. Wir wohnen schon so lange da, geheiratet, einen Ehemann verloren. Aber bei den Nachbarn noch nicht gewesen, ne? Unnormal. Das geht so aber auch nicht. So, wenn wir da fertig sind, können wir gleich mal Pipi machen. Habt ihr irgendwo eine Toilette? Darf ich die mal benutzen? Das wäre echt reizend. Verwenden. Mhm. Guck mal, die haben sich hier so Blumenkästen hingesetzt. Ah. So geht das. Man kann sich Blumenkästen kaufen. Und dann können wir da einfach Dinge einpflanzen. Das ergibt ja mega Sinn. Ach, guck mal, mein Hund, die schläft einfach beim Kind hier da im Kinderzimmer. Und irgendwie haben wir doch den Jazz, den Alternative angemacht. Ich weiß zwar nicht wie, aber er ist an. So, wir brauchen noch ein bisschen Spaß. Was haben wir hier? Ja, ein Spiel spielen. Die Zuflucht spielen. Sportspaß spielen. Blickblock spielen. Ne, wir spielen die Zuflucht. Das ist bestimmt hier DayZ oder sowas. Einfach mal ins Schlafzimmer gehen, sich das Tablet klauen und los geht's, ne? Ach so, mal Tablet anmachen und die Zuflucht spielen. Was ist das? Ist das ein RPG oder was? Sieht ein bisschen aus wie Kingdom Come Deliverance, aber ich find's auch geil, wie die Steuerung funktioniert. Einfach draufklatschen wie so ein Irrer und dann geht das schon. Lau hat Level 5 der Fähigkeit Videospiele erreicht. Lau kann jetzt fortgeschrittene Spielstrategien recherchieren. Außerdem kann er andere Sims mit seinem Videospielkönnen beeindrucken. Gleich mal zu einem Mädel dahin gehen und mal, na? Wie läuft's denn bei dir mit dem Daddeln? Bist du auch so geil wie ich? Bin richtig gut. Komm, gleich mal erstmal einen kleinen. Es ist auch 19 Uhr, es wird auch Zeit, dass wir langsam zu liegen kommen, ne? Ich würde sagen, da kann man auch mal pennen gehen oder was. Geht ihr duschen? Alter, was ist denn los? Geht ihr sogar duschen? Stört das die Nachbarn nicht, dass ich einfach bin? Da kommt einfach der freakige Nachbar mit seinem Hund vorbei. Daddelt ein bisschen im Schlafzimmer, gar kein Problem. Da bin ich auch was müde, ne? Ich muss ja mal zu liegen kommen jetzt, ne? Das hilft jetzt nix. Muss mal was zu liegen kommen. Das geht ernsthaft, ich kann mich einfach bei denen ins Bett legen. Gar kein Problem, man muss auch mal schlafen, ne? Das duldet. Was? Wieso das denn? Das wird nicht geduldet. Sorry. Freundlich vorstellen. Hallo, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Moin. Im Schlafanzug sitze ich bei denen auf dem Bett. Was ist denn da los? Lass mal ein bisschen über Spiel. Ich wollte es mir nicht verscherzen mit euch. Deswegen erstmal schön über Spielstrategien schnacken. Hund kommt auch noch mit dazu. Läuft. Gefühl erhalten. Ich genieße die Zeit, die wir zusammen verbringen. Wirklich sehr. Ich glaube, wir stehen uns dadurch jetzt näher als je zuvor. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Wir sollten das vielleicht doch abbrechen. Langsam habe ich ein bisschen Sorge. Über Grundbesitz plaudern. Ja, natürlich. Was macht man denn sonst mit einem Kind? Über den Jungen. Also. Freundlich. Nach Tier vorführen. Komm, wir zeigen mal Lexi. Hast du schon mal einen Hund gesehen? Die ist so süß. So süß. Guck mal, sie mögen auch Lexi. Scoombachoo. Ich muss auch gleich rüber langsam. Ich muss langsam pennen gehen. Was ist das jetzt hier? Warum haben wir so ein Liebe-Ding nicht ernsthaft jetzt, ne? Snoof. Happy day. Sind wir immer noch über? Ich möchte dir mal eben meinen Hundi zeigen. Komm mal mit. Okay, ich zeig dir doch nicht meinen Hundi. Jetzt vielleicht? Mehr. Freundlich. Tier vorführen. Lexi. Was genau ist da gerade passiert? Das ist doch etwas gruselig. Wir sollten. Liberty ist eine Erwachsene? Ernsthaft? Es ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre ein kleines Mädel oder so. Das ist eine Erwachsene, die noch bei ihren Eltern wohnt. Ah, okay, dann ist es wieder in Ordnung.
Dag, Dag. Ja, ne, ist auch ein Süße, ne? Okay, wir machen jetzt ab. Das war schon creepy genug. Wird Zeit zu gehen. Auf zurück nach Hause. Yo, creepy. So. Mal eben die Nachbarn besucht, ne? Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Eben vorbeigegangen, Hotdog reingesnackt, im Bett der Eltern geschlafen und die Tochter verführt. Das macht man immer so. So, wir sind wieder zu Hause. Es ist 22 Uhr. Morgen haben wir nochmal frei. Ich würde sagen, morgen gehen wir nochmal in the city. Jetzt haben wir leider echt noch ziemlich viel Zeit. Wir könnten, weil es uns ja so gut geht, ein bisschen mixen noch lernen. Erstmal räumen wir auf, würde ich sagen. Aufräumen. Hundi ist auch am Essen. Hier können wir nochmal spülen. Dann sind wir soweit eigentlich fertig. Spaß ist voll, Sozial ist voll, Hunger ist voll, Energie ist auch quasi voll. Wir können halt nochmal ein entspanntes Bad nehmen oder sowas. Ein Schaumbad. Oder Lexi baden. Oder wir waren zusammen. Alter, jetzt ist sie schon da. Herein bitten, na dann. Wenn sie schon mal da ist. Bisschen schneller, bitte. Moin, was machst du denn hier gerade erst kennengelernt? Ja, Gosha, komm rein. Willkommen, soll ich was für dich kochen? Den Kompliment über Outfit machen, wir sind mal freundlich. Das ist echt ein hübsches, geekiges Shirt, ne? Was ist denn das? Ja, ne? Ja, geil, ne? Ja, okay, warte. Ich zeig dir mal, wie geil ich kochen kann. Und zwar Abendessen servieren. Was Wertvolles. Mehr Auswahl. Krabbencocktail, Lachs in Kräuterkruste. Oioioi, jetzt wird aber hier aufgefahren. Komm, Rendo, ich mach dir lecker Essen. Hast du Bock auf ein bisschen Lachs in Kräuterkruste? Richtig geil. Ey, selber Bock drauf, ey. Oh. Lachs auf Blattspinat, ey. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Und da räumt sie schon den Müll auf. Muss echt stinken hier drin. Was, wenn du Besuch bekommst, ne? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch jetzt wäre. Wir kennen uns seit 5 Minuten. Und wir kennen uns, weil sie wütend auf mich wurde, weil ich im Bett ihrer Eltern geschlafen habe. Und wir haben uns dann nur kurz unterhalten. Ich habe ihr meinen Hund vorgestellt. Gehe nach Hause. Wenige Minuten später klingelt es an der Tür. Sie ist da. Hallo, ich dachte, ich komme auch dich mal besuchen. Und das Erste, was sie macht, nachdem man sich vorgestellt hat und meinte, ey, Bock auf Kräuterlachs? Ja, sicher. Sie räumt deinen Müll weg. Also in dieser Welt ist es nun mal so. Ist das Sims 3 oder was sie jetzt da gerade spielt? Ja, Tatsache. Nee, Sims 1, oder? Sieht aus wie Sims 1, aber ein bisschen stylischer Design. Aber das ist eindeutig an Sims 1 angelehnt. Okay, alles klar. Das ist eindeutig ein Zeichen. Mhm. Wir machen da mal eben den Kräuterlachs fertig. Alter, sieht der gut aus. Zum Essen rufen. Dag, ich hab Essen gemacht. Ich glaube, die hat keinen Bock. Ah, doch. Okay. Alter, das sieht aber mal auch gut aus. Ich hätte jetzt das untere, den Spargel, durch irgendwie Reis oder so ersetzt. Oder Nudeln. Normalerweise ja mit Nudeln, dieser Lachs auf Blattspinat-Krams. Aber mit Reis ist irgendwie auch ganz gut. Jetzt habe ich Hunger. Ohne Spaß, jetzt habe ich Hunger. Und da geht sie auch wieder weg. Ja, war nett mit dir. Tschüss, ich gehe dann doch lieber zum Computer. Ja, dankeschön, alles klar. Na gut, weißt du Bescheid. Oh, jetzt wird's an den Hund verfüttert. Ich habe gar keinen Hunger, ich habe das nur aus Höflichkeit genommen. Okay, ohne Spaß. Ah, nee, doch nicht. Alles klar, sie hat nur unserem Hund ein bisschen was gegeben. Sie isst es dann schon noch selber. Das hätte unsere Beziehung jetzt doch nachhaltig etwas geschädigt, muss ich gestehen. Das wäre sehr frech gewesen. So, dann räum mal weg den Kram. Ja, Huni geht schlafen. Ich muss dann auch ins Bett, ne? Also, ja, kannst gern hier bleiben. Was haben wir denn noch? Über Lieblingsrezept reden. Während sie meins isst. Doch, ist schon wieder soweit. Oh, unfassbar.
Das geht einfach so schnell rum, ey. Erstaunlich. Ja, meine Lieben, der Horn Credo, und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst schon eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten, wie bereits erwähnt, ne, wenn ihr Bock habt, haut mir in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.